Und damit mal wieder herzlich willkommen zu Let's Play Sea of Thieves. Jawohl, es ist endlich draußen. Sea of Thieves, The Hungering Deep. Ihr seht es hier schon auf dem Hauptscreen. Es wird so sein, dass ab jetzt oder ab Folge 14, alle Folgen, die danach kommen, werden mit der Crew ja auch von Hungering Deep sein. Deswegen wird dieses Hungering Deep PNG in Zukunft auch die Folgen Thumbnails zieren. Und ich wollte jetzt aber sagen, bevor ich mit den anderen zusammenspiele, schaue ich mir mal so an, was wir alles kriegen. Weil sonst ist es wieder so ein riesiges Hokuspokus und riesiges Durcheinander. Keiner weiß, wer jetzt gerade am Reden ist und wer am Erklären ist. Deswegen würde ich sagen, ich schaue mal ganz kurz alleine rein. Joa, ihr seht hier sowieso schon. Links von uns ist eine Trommel, rechts von uns ist ein Lautsprecher. Es hat sich ein bisschen was geändert und deswegen bin ich ganz gespannt, was sich in-game geändert hat. Und da schauen wir jetzt rein. Vorräte werden erfasst, Logbuch wird geöffnet. Dienstbereitschaft wird überprüft, Falschgeld wird überprüft. Schauen, ob sich da irgendwas ändert von der Geschichte her. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ich musste leider wieder mal wieder cutten, weil es mal wieder abgeschmiert ist. Die Elgato hat aktuell Riesenprobleme. Habe ich ja beim FIFA Let's Play, also beim FIFA World Cup Modus schon berichtet, dass die Elgato im Moment untergeht. Und ich noch keine Ahnung habe, wie ich das Ganze beheben will in Zukunft. Genau, nein, wir setzen mal alleine die Segel heute. Aktuell scheint es jetzt eigentlich aber recht gut zu laufen. Mal schauen. Und das ist ein neues Bild. Das ist Merrick, den kennen wir schon. Beziehungsweise wenn man sich ein bisschen über die sozialen Medien informiert hat über das Spiel, kennt man Merrick auf jeden Fall. Leider haben wir es nicht zu ihm geschafft während der Aufnahme. Oh, das ist ein großer Haifisch. Und das sind die neuen Schiffssegel mit der neuen Galionsfigur. Also die sind alle schon dabei. Schöne Trommel und schönes Sprechrohr. Bin gespannt, wie wir das kriegen. Aber es lädt länger, kann das sein?
Hier sitzt jemand Neues. Mit Duke sprechen. Was gibt's denn da zu glotzen? Noch nie eine Wasserratte gesehen? Komm und stoß mit uns auf die Freiheit, das Abenteuer und die weite See an. Na, was gibt's Neues? Schon gemerkt, die Haie sind neuerlich ziemlich bissig. Das macht es nur umso spannender, mit ihnen um die Wette zu schwimmen. Ist mir wirklich schleierhaft. Falls es dich interessiert, kannst du Merrick Löcher in den Bauch fragen. Der scheint was zu wissen. Wenn er nüchtern ist, verrät er es dir vielleicht sogar. Soweit ich weiß, schlägt er sein Lager auf der Südwestseite von Shark Bay Cove auf. Das Abenteuer ruft. Was gibt's denn da zu glotzen? Okay, wer sind die Schiffsratten? Kennst du die Handelskompanien, wie diese spießigen Schnösel vom Handelsbund? Verfaulen sollen sie. Ja, was er heische Belobigungen und Bestätigungen von deinem Herrn, so viel du möchtest, aber bei uns geht's nur um die Liebe zum Abenteuer, der Erkundung, ja, der See selbst. Wag dich raus, suche Ärger, verdien dir ein paar Narben. Piraten, die Gerüchte nachspüren, immer der Nase lang, sind bei uns genau richtig aufgehoben, selbst wenn sie sich dabei ab und an besagte Nase brechen. Wie siehst du denn aus? Schiffsratten leben wie echte Piraten. Es wartet immer eine neue Herausforderung am Horizont, wenn man nur die Augen offen hält. Ich für meinen Teil habe lieber ein paar Risse in meiner Hose und die Geschichten dahinter, als wie so ein peinlicher piekfeiner Prahlhans-Pirat auszusehen. Alles klar. Dann müssen wir wohl mal zu Merrick. Keine Ahnung, wo wir sind. Aber okay, wir sind nicht so weit weg von Shark Bay Cove, das ist gut. Was habt ihr denn? Habt ihr denn irgendwas Neues im Verkauf? Ja, Duke. Nein, nicht, dass ich irgendwas Neues sehen würde. Kann mich natürlich auch irren, ist ja logisch, aber... Da ist noch zu. Da ist der Goldgräber da hinten. Schuhe, gibt's für euch was Neues? Heartfelt tidings to thee. Nein, auch hier ist nichts Neues dabei. Ah ne, haben wir schon. Beziehungsweise den kenne ich schon. Das Tattoo-Set für Kampferprobte, Tattoo-Set für Spieler, Tattoo-Set für Seebären, Tattoo-Set für Schmuckliebhaber. Okay. Kostet niemals 5000. Gibt's für euch auch was zu kaufen oder ist das nur hier? How delightful. Hello. Farewell. Warte, warte, warte. Nice to see you. Cheerio then. Okay. Okay, es ist völlig egal alles hier. Also nur hier gibt's das Tattoo-Set. Ansonsten gibt's hier nichts Neues. Dann schauen wir vielleicht doch nochmal zu Merrick vorbei. Wenn das jetzt nochmal eine kleine Reise ist, die ich so nicht ganz eingeplant hatte, um ehrlich zu sein. Wir müssen nur zu Shark Bay Cove. Shark Bay Cove müsste... eingezeichnet. Ist auch eine Ratte eingezeichnet. Bei jedem Außenposten ist jetzt eine Ratte eingezeichnet. Südwestufer. Merrick ist hier. Sie ist sehr weit weg von uns. Ah, es ist schon eine kleine Fahrt. So ist es nicht. Aber ich glaube, dass sie da relativ schnell ankommen. Südwesten bleiben sollte alles gut gehen. Aber gut, schauen wir mal.
Vielleicht hat Narek heute was zu erzählen, weil gestern, ich war gestern da und da hat er immer nur so ein bisschen so, ja, wenn ich nüchtern bin, erzähle ich dir was. Aber mir auch nicht. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ein bisschen näher Richtung Südwesten. Darf es schon sein. Zu, das ist natürlich blöd. So, machen wir hier kurz die Lichter aus. Ich hoffe natürlich, die Elgato nimmt jetzt auf. Wäre ärgerlich, wenn sie es nicht tut. Voilà, ist mir wieder raus. Genau. Bleiben wir jetzt erstmal kurz. Hier sind sie eh schon gut. Den Weg darunter müssen wir. Natürlich beschissen, wenn ich natürlich jetzt auf die Bestie treffe, alleine hier. Wobei, es wäre schon cool, aber. Um ehrlich zu sein, muss ich es nicht unbedingt haben jetzt. Jetzt müssen wir ein bisschen auf den Schiffskurs achten. Ja, ist schon ganz okay. Schon ganz okay. Wenigstens sind wir jetzt mal aus dem Sturm raus hier. Das ist vorerst mal das Wichtigste. Aber wie gesagt, finden wir bestimmt selber noch raus, was uns der liebe Merrick zu erzählen hat. Ich nehme an, dass wir von ihm auch die neuen Musikgeräte und so kriegen. Hier ist alles relativ viel noch frei. Mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall segeln wir hier neue Gewässer. Und ruhige See, was noch viel wichtiger ist. Was natürlich jetzt auch gefährlicher geworden ist über ein Update, ist, dass ja gesagt wurde, dass jetzt Leute, die unter Wasser sind, nicht mehr angezeigt werden. Ist natürlich ein bisschen bescheuert, weil du sie jetzt halt nicht mehr siehst, wenn sie vorher in dein Boot ins Wasser springen. Andererseits ist es auch gar nicht so schlecht, weil man halt selber dann auch mehr getarnt ist. Schöner Wellengang hier übrigens.
Mein Charakter hat sich übrigens nicht verändert. Der schaut immer noch genauso aus wie sonst auch. Ich spiele mir hier deutlich langsamer. Wind kommt jetzt gerade von vorne. Wir halten guten Kurs auf den lieben Merrick. Bisschen drehen. So, und dann müssten wir genau an den Inseln davon vorbeikommen. Oder an der Inselgruppe. Sagen wir es mal so. Es sind ja mehrere Inseln. Hinter uns ist eine Schaluppe. Oder ist das hinter uns? Nein. Doch. Oder? Okay, die Schaluppe ist weg. Das kann nur Gutes heißen. Das kann tatsächlich nur Gutes heißen. Müssen bei denen zwischen die zwei müssen wir durch. Kurz links, rechts. Links auflaufen. Gehen wir hin, da müsste Shark Bait Cove kommen. Also bin jetzt hier gar nicht so nach Schätzen aus, wenn hier Schätze rumliegen. Freut mich für alle, die hier auf dem Server sind, weil dann haben sie was zum Finden. Aber ich bin gerade, um ehrlich zu sein, nicht an Schätzen interessiert. So, müssen wir uns genau in der Mitte durchführen. Jawohl. Dann haben wir sie eh schon gleich. Jetzt können wir mich von der Karte aus steuern. So, wir kommen jetzt oben gerade hier in die Karte rein. Passt doch ganz gut soweit, würde ich sagen. Moment, kommen wir immer noch von vorne, das ist das Problem. Sonst hätte ich Segel schon anders gesetzt, dass wir schneller vorankommen. Aber so kann ich das halt nicht machen. Bin übrigens sehr froh, wie sich das ganze Sea of Thieves oder Spy entwickelt hat. Es ist super Spaß, mit den dreien immer aufzunehmen. Ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, dass gerne mehrere Leute noch Partner suchen. Schreibt doch mal die Leute einfach in den Kommentaren an, wo ihr seht, ah, die suchen noch Partner zum gemeinsamen was soll ich sagen, zum gemeinsamen Spielen. Einfach mal anschreiben, da gibt sich bestimmt irgendwas. Ich war auch so frech und habe Grutsch und die Susanne bzw. das Nerdvibe angeschrieben. Und gefragt, ob sie Lust haben, da mitzumachen. Und beide haben gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hätte noch einen. Und das war eben der Janice. Und somit kam das Ganze zustande.
Ich hoffe nicht, dass die Schaluppe dreht. Ich hoffe es für sie. Kann ich nämlich jetzt nicht gebrauchen, um ehrlich zu sein. Boah, bei uns glibbert es gerade so krass, dass man den Donner im Haus hört, also am Boden. War alles so gewackelt gerade, also ich glaube, das Gewitter direkt über mir ist. Genau, bin ich denn noch voll auf Kurs? Jawohl, ein bisschen links einschlagen. Schabrikkauf müsste eigentlich schon zu sehen sein. Jawohl, da links. Links ist er schon zu sehen. Da vorne. Das kleine Steinchen hinter den hohen Wellen. Das ist Schabrikkauf. Ich hoffe nur, dass die Aufnahme einwandfrei läuft. Wirklich. Ich hoffe es so sehr. Schiffswrack, aber das interessiert mich gar nicht, das Schiffswrack. Gut, dass man direkt auf dem Segel landet, wenn man runterspringen will. Ich dachte nicht, ich dachte, es sei ein Schiffswrack, aber es ist leider kein Schiffswrack. Alter. Auf leider. Da scheint auch kein Schiff hier in der Nähe zu sein. Super. Die kommt auf mich zu. Yay. Klasse. Bis die hier ankommen, müsste ich hier fertig sein eigentlich. Hoffe ich. Ich hoffe es sehr. Fährt auf jeden Fall in unsere Richtung. Was schon mal unschön ist. Wieder nicht. Ich glaube, hier saß er irgendwo. Kann es sein? Bin gerade nicht so ganz sicher. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Hier steht er. Bist du hier, um den alten Merrick bei einem Lied zu lauschen? Tja, ich habe mich zur Ruhe gesetzt und so nüchtern wie jetzt war ich seit Wochen nicht mehr. Und wenn ich mir noch eine Person fragt, wie ich meine Beine verloren habe. Wie hast du deine Beine verloren, Merrick? Sehr witzig. Du willst meine Geschichte hören? Lies meine Logbücher. Eins ist auf dieser Insel, beim Gratfelsen in der Lagune. Aber sei vorsichtig draußen. Für mein neues Seemannslied habe ich mich von den Schriften der Stämme inspirieren lassen, die hier einst lebten. Sie beteten eine große Bestie an, den Hungernden. Suche ihn nicht. Ich kam nicht gegen ihn an und du wirst. Und das wirst du auch nicht. Ein größeres Boot kann ich dir nicht geben, aber ich kann dir das hier geben. Damit lassen sich Schiffe leichter versenken. Zu allein ist da draußen gefährlich. Alles klar. Hast du noch mehr Geschichten? Na schön, ich nutze jede Chance.
um meine badischen Muskeln zu dehnen. Danach steht ihr das Sinn. Gute Idee, ich habe ja eine Horrorgeschichte für die, wie ich mein Auge verloren habe. Ich war auf dem Black Sand Atoll in Valens aus dem Mixstütz eine riesige Furcht und für wahnsinnige Bestie herab und riss mein Auge raus. Einfach so, als ein Pirat. Was das war? Tja, es war ein Papagei. Ein Papagei, ein Papagei. Lach nicht, ein Papagei ist nicht witzig, wenn er dir ein Auge rausgerissen hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Hast du ein paar Seemannslieder für mich? Ich bin doch kein Zirkusaffe. In letzter Zeit macht mich das Spielen etwas nervös. Bist du hier um den... okay. Du scheinst mir auch schon skelettlos. Ja, stimmt, zuerst dachte ich, sie haben Mitleid mit mir, nachdem ich tot gerade noch vor der Schippe gesprungen war. Und das wohl nur einem kräftigen Geruch zu verdanken. Da trennen selbst den Grippen die Augenhöhlen. Entschuldigung. So. Quellgrad, mit dem ich die Vorstellung meinerseits. Meine Crew ist mit der Besten kollidiert, nachdem wir für diesen miesen Handelspunkt gearbeitet hatten. Wir waren dem Untergang geweiht, der Krake war wütend. Ich bin jetzt auf B gegangen. Doch dann hatte ich ein Geistesblitz. Ich trommelte wie nie zuvor mit reißendes Kriegslied. Dieser schleimige Tischmann ist vor Angst geflohen. Nein, nicht, weil ich so schlecht gespielt habe. Ich frage mich, ob es daran lag, dass... Das? Das haben wir schon gefragt. Ah, das mit dem Auge. Say hello to Tina for me. Oh, was it Cherry? Okay, wir haben jetzt hier auch schon eine Kosmetik drüber bei ihm. Okay. Alles klar. Da haben wir einiges und Narben. Alles klar. Was ist hier drin? Ja, klar. Schon. Okay, die Trommel. Oh, I miss having ankles. Sie liegt in der Lagune. Den Kräten. Was bei den Geräten? Zu tief, schau dir mal rein. So, für uns hat der Hangeldieb schon angefangen. Wie ich dabei erfahren habe. Vorstellen, dass das hinten bei der bei der Futterstelle liegt. Ich könnte es mir vorstellen. Bin ich nicht sicher. Hier ist welch ein fetter Hai. Hier, die Geschichten von Bootsmann Bill. Bosun Bill, so geht die Geschichte, wurde wirklich jedes Mal erwischt. Nicht ein einziger Plan wollte ihm gelingen. Kaum hielt er den Schatz, machte wir einen Satz, um ihn wieder zur Strecke zu bringen. Eines Tages erwachte Bill an einem Strand, wo sich unweit auch seine letzte Flasche Grog noch befand. Er begann schon gierig danach zu tasten, als seine zittrigen Finger etwas anderes noch fassten. Eine antike Schatzkarte fiel ihm in die Hand, voll uraltem Wissen und auch etwas Sand. Mit diesem Fund wollte er den Schatz nun entdecken, die Karte war eindeutig trotz aller Risse und Flecken. Bosums Bill alte Karte nehmen. Oh, ist eine Schatzkarte, verdammte Axt. Wenn ich mich auslogge, habe ich die nicht mehr, oder? Shit. Bin von der Insel bei uns. Okay. Gehen wir mal zurück zu ihm. Unserem Demerick. Man kann sein
kann mir vorstellen, dass die Galeone mittlerweile da ist. Und mein Schiff liegt auch noch hier. Schießt du? Das ist schon wieder nass. Hallo. Ich müsste mal. Okay, ist zumindest freundlich. Es ist. Er hat schon die Trommel. Ich will die Trommel haben. Geschossen? Nein, haben sie nicht. Ich hasse dieses... Das ist das Einzige, was ich eigentlich... Das ist der Lookout Point. Ja. Das ist der Lookout Point, nicht weit weg von hier. Das ist nämlich direkt da vorne. Ach, das sind gar nicht die Jungs, die schießen. So. Ist natürlich blöd, wenn man gleichzeitig aufnimmt und dann halt über die Xbox spielt, weil ich habe mein Mikro alles am PC angeschlossen, kann natürlich nicht mit ihnen kommunizieren, was natürlich mega blöd ist. Genau. Lookout Point ist direkt voraus. Ich hoffe halt nicht, dass es jetzt eine Hörbuch-Episode wird hier. Ich stopp mal kurz die Aufnahme, wir hören uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, es läuft alles einwandfrei. Ich hoffe es so sehr, das glaubt ihr gar nicht. Ich müsste hier angeblich einen Schatz finden, hieß es. Fangen wir der? Nein, tun sie nicht, sehr schön. Und es wird auch das erste Kapitel sein. Meine Reise. Beziehungsweise der Reise von The Hungering Deep. Ich hoffe nur, dass irgendwann die Elgato wieder funktioniert und ich wirklich wieder sehe, was ich aufnehme. Und ob es überhaupt aufnimmt. Ja. Heißt parallel schon nach Alternativen umschauen. Aber es ist halt mega ärgerlich, sowas dann. Das sind Skelette. Direkt hier an der Kreuzung. Hier müsste es liegen. Das ist auch der Fall. Okay, ist jetzt keine so wahnsinnig krasse Story. Ist eine nette Schatzkiste, aber auch nicht mehr.
Ja, absolut. Anker lichten. Dann fahren wir eigentlich gleich weiter zum Outpost und geben das da ab und sprechen da dann nochmal mit der ansässigen Person. Und das war's dann für diese Sea of Thieves Hungering Deep Folge, für diese Special Folge. Genau. Der Außenposten ist direkt im Norden von uns. Perfekt. Direkt da vorne. Sehr schön. Aber finde ich cool, jetzt mal eine Crew zu treffen, die nicht sofort geschossen hat, sondern die aufgefallen ist, hey, da steht bei Merrick, da ballern wir jetzt mal nicht rum. Spielen die Trommel, die ich leider noch nicht habe. Nee. Aber ich habe das Sprachrohr. Hier. Voll cool. Das brauchen wir dann bestimmt mal für zukünftige Geschichten bezüglich Raid und KKG. Oh, warte, ich muss das Segel drehen. Der Wind kommt genau aus der anderen Richtung. Perfekt. Muss ich gerade gegenlenken oder sind es die Wellen? Bin mir gerade nicht sicher. Ich dachte kurz, dass der Wind mich nach rechts rüberzieht, was ja logisch wäre. Was ja absolut logisch wäre. Wir laufen auf. Aber ist völlig egal. Boah, wir laufen richtig gut auf, Alter. Aber wie gesagt, ist völlig egal. Wir sind richtig schön aufgelaufen. Natürlich. Wie sollte es auch sonst sein, dass ich an einen Außenposten komme, an dem wir meistens die Folgen beenden? So. Du hast nichts für mich, oder? Was für mich? Hello there. Vielleicht gibt es hier andere Tattoos zu kaufen oder so? Nein, gibt es nicht. Es gibt dieselben Tattoos hier auch. Alles klar. Und sonst haben wir da oben noch die Taverne. Da ist noch zu. Ist da irgendwas, was ich vielleicht verpasst haben könnte? Ich glaube nicht, aber... Man kann ja mal nachschauen. Ist ja nicht falsch. Stay lucky. Nein. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier noch an oder hören uns noch kurz an, was der Herr hier zu sagen hat. Da sitzt auch Duke. Sitzt immer Duke. Okay. Das ist alles dasselbe. Dann schauen wir noch schnell zur Bootsverkäuferin. Wir sind noch woanders gestartet und treffen hier wieder auf Duke. Also hätten wir schon anders machen können, dass dann eine andere Crew da ist oder so. Oh Mann. Da fällt mir nichts dazu ein. So. Anything you want to tell me. Zeig mir her. Ah, das ist die alte, das ist die neue Shark Hunter Hall. Das ist die neue Flagge. Haijägerflagge. Sagen, die kaufe ich mir mal. Schön. Und Segel für 7000. Na, das ist doch schon mal was, ha? Huh? Das ist doch schon mal was. Freunde. Weil mehr hat sie eh nicht, oder? Nee.
Genau, ich will ein schwarzes Segel. Und meine Fahne müsste schon drauf montiert sein. Achso, haben wir die Fahne nur beim großen Schiff. Sollen wir kurz darüber schauen? Ich wundere, dass wir nicht sinken. Warum sinken wir eigentlich nicht? Doch, wir sinken schon. Wo es da hier gar kein Wellengang ist, kann uns im Moment nicht viel mehr passieren. Ist sehr von Vorteil. Ist sehr von Vorteil. Das sind jetzt alle Löcher, die wir hatten. Alle Löcher, die wir hatten. Nein, natürlich nicht. Oh, so Alter. Richtig zu Schrott gefahren hier. So. Warum haben wir keine Fahne? Aha! Das ist geil, die Flaggenanpassungstruhe ist hier oben. Alles klar. Und schon hängt hier eine Piratenflagge. Mega geil. Absolut mega, mega, mega geil. Jo, ich würde sagen, wir sehen uns und unser Piratenschiff das nächste Mal wieder. Und dann werden wir diese Segel und diese Flagge aber definitiv, wie soll ich sagen, auch nutzen. Und die anderen vielleicht mal überraschen. Mit dem, was wir haben. Geil, absolut geil. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns, Freunde. Ciao mit V.